So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von XCOM Interceptor. Ja, in der letzten Episode habe ich doch glatt vergessen, mein Mikro einzuschalten. Und so musste ich leider im Nachhinein den Ton aufnehmen. Und dementsprechend sind leider meine besten Kommentare abhanden gekommen. Ich habe nämlich richtig mal versucht, so das Leben auf der Station nachzubilden mit den Kommentaren der Piloten. Schade. Und mein ewiger Kampf mit Muskelmann geht natürlich weiter. Okay, und was ich noch machen wollte, was ich in der letzten Episode vergessen habe, da wieder andere... Also wird nichts heruntergeladen. Wir hatten ja, wie ihr wisst, in der vorletzten Episode vor dem Absturz eine Alien-Message gekriegt. Die ist ja im letzten Let's Play, also im letzten Episode nicht wieder aufgetaucht. Wie gesagt, das Spiel macht die Sachen alle zufällig. Aber ich werde jetzt mal diese Plasma-Impulskanone endlich mal erforschen. Ja, okay. Weil wir haben die ganze Zeit nichts erforscht und ich habe mich gewundert. Columbia müssen wir ignorieren. Die Meldung hatten wir ja vorhin erst gehabt mit dem Grußsystem. Können wir ignorieren? Wo? Müssen wir auch ignorieren? Müssen wir auch ignorieren? Okay, Gefechtsalarm, Gefechtsalarm. Alien-Kleinstgeschwader im Omega-Arianus-System entdeckt. Gefechtsalarm. Alle Mann in die Kampfjäger. Ich wiederhole, alle Mann in die Kampfjäger. So, wir werden aber jetzt Folgendes machen. Ich habe mich jetzt entschlossen, wir werden mal das Kampfgeschwader etwas splitten. Wir haben jetzt 4 Jäger. Ich schicke nur 2 hin, lasse 2 hier, falls hier noch Alien-Raumschiffe auftauchen. Dazu nehme ich mich. Und nein, ich will keinen Muskelmann. Ich nehme diesmal den Leutnant Fatboy mit. Okay. So, okay. Damit, ich fliege jetzt mal hier hin. Habe ich mir doch fast gedacht. Okay, neues Ziel wählen. Und Angriff. Okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aus dem Grund habe ich nämlich... die Staffel gesplittet. So, aber die Aliens, die sind so schnell unterwegs. Die sind nur zur Erkundung wahrscheinlich unterwegs. Wo? Da sind sie. Meine Erfahrung mit UFO. das ist gut, schon mal UFO gespielt zu haben. Somit kann man ungefähr vorausahnen, wo der Gegner hinfliegen könnte. Aber die fliegen sowas. Was bist du denn? Besitzer, die... Okay, uns geht der Treibstoff aus, aber Besitzer... Nein, kurz vorm Ziel! 3 Waits. Verdammt, das wäre eine Sonntagsübung gewesen. Das war ein Sonntagsausflug. Okay, wir lassen die Flotte erstmal zurück zur Basis fliegen. Aliensonde? Ach nee, Leute, ach nee. Okay.
Da fliege ich nur hin, weil die Sonde ist eh nur alleine. Und ihr wisst schon, was das wieder heißt. Es ist Cheat Time. Ich hasse es, aber es, Wes? Wo sind die jetzt hin? Okay, die Aliens erforschen gerade auch die Galaxie, so wie es aussieht. Sie wissen nicht, wo wir sind, sie suchen uns. Okay. Okay. Gefechtsalarm, Gefechtsalarm. Ein mittleres Alien-Geschwader ist im Sensorbereich unserer Basis aufgetaucht. Gefechtsalarm, alle Mann auf die... in die Kampfflieger, alle Mann in die Kampfflieger. Gefechtsalarm, Gefechtsalarm. Okay, dann wollen wir mal. Vier Waits, alles klar. Gegnerisches Raumschiff-Objekt. Klasse Gegner, klasse gegnerisches Raumschiff. Besitzer, die Aliens. Ja, die... Eine von vier Sonden an die Korollie-System. Wo ist das denn jetzt? Ach, da unten. So, wir müssen mal gucken, wenn wir demnächst wieder Geld kriegen, dass wir hier mal eine zweite Basis hinsetzen. Alles klar, Alienflotte greifen wir an und Muskelmann, wehe, du sagst wieder was. Der Mann, der riecht mich echt auf. Okay, 4 gegen 4, dann kriegt jeder ein Ziel. Gut, alles klar. Alle Mann... Den kannst du was sagen. Warte mal eben. Ich muss eben meinen Leuten sagen, dass sie mein Ziel nicht. Genau, Alter. Du hast's erfasst. Genau. Sag ich doch, und das ist meiner. Haben die ECM-System oder was? Zurück in den Brutpool, Alien. Nicht mich, Alien-Killer. Der hat doch meine Rakete abgeschossen, der Idiot. Komm, 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 komm. D zum Ziel anpassen mal wieder. Ja, 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 da funkt's auch schon. Ich hab den einmal getroffen. So, mein Freund, bleib doch mal stehen. Ich will dich abschießen. Bleib doch mal stehen. Zurück zum Mutterschiff, Alien. Boah, der weicht ja aus hier, du. Aber ich bin ja froh, wenn wir irgendwann mal neue Raumschiffe entwickeln können. Dann... ist das eine Leichtigkeit, die Aliens abzuschießen? Oh, der gibt schon Funken von sich. Ey, wo bist du denn? Bleib mal stehen. Lässt du meinen Kollegen aus dem Spiel? Der hat dir nichts getan. Vielleicht kriegst du eine Analsonde von mir. Ja, die kommt jetzt. So? Nein? Der hat sich gewehrt. Der will keine Analsonde haben. Hahaha! Das war's doch. Alle Mann zurück zum Stützpunkt. Muskelmann hat's nicht gesagt, er hat's kapiert. Siehste? Hat sich doch gelohnt, hier die Fresse darin zu verlieren. Muskelmann respektiert mich jetzt wenigstens. Oh, Konversation. Nee, das ist eine normale. Gut. Ich will endlich diese Pulsarkennen haben, aber das sage ich ja schon oft genug. Speichern. Aber diesmal auf Let's Play. Man weiß ja nie. Ja, ist in Ordnung. Können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Oh, wir haben uns Forschungsdaten runtergeladen. Was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir die Sensorsonden erforscht. Okay, ich wollte eigentlich mehr die Plasma-Pulsscan haben, aber okay. Statt ihre teuren Kampfflieger bei Erforschungsansätzen zu riskieren,
benutzen die Aliens Langstreckensensorsonden, um Sternsysteme zu kartografieren und die Standorte von XCOM-Stützpunkten und anderen Anlagen der Menschen auszumachen. Aufgrund einer Begegnung mit einer dieser Sonden in einer Gefechtssituation sind nun alle XCOM-Sensorsysteme darauf eingestellt, Alien-Sensorsonden zu identifizieren, die in Scannerreichweite kommen. Es liegt in XCOMs Interesse, diese Sonden zu eliminieren, sobald sie entdeckt werden. Ja, wie gesagt, würde ich ja machen, wenn diese Sonden nicht ein kleines Haustier mit im Gepäck hätten, den kleinen Sondenbug. Okay. Aber ich will jetzt endlich meine verbesserten... Ich will jetzt endlich mal diese Plasma-Ion-Kanone haben. So. Du. Okay. Nächster Wochenbericht. Zurzeit scheinen alle Alien-Aktivitäten im Grenzbereich unter Kontrolle zu sein. Das XCOM-Zentralkommando ermittelt eine Belobigung für gute Arbeit. Das finde ich geil. Ja, wir sind die XCOM. Wir kriegen das schon hin. Gut, 1,9 Millionen. So. Ich speichere eben nochmal. Und... ich werde jetzt aber aufhören. Kann sein, dass die Episode etwas kurz wird, weil ich möchte mich jetzt auch vergewissern, dass mein Mikro an ist, das Fritz aufgezeichnet hat. Und ja, ihr wisst schon, kleine Pannen, die leider beim Aufnehmen eines Let's Plays alles passieren können. Und deswegen würde ich sagen, wir beenden das Let's Play für heute. Ich habe 2-3 Episoden heute produziert. Ja, und die werde ich jetzt in den nächsten Tagen hochladen. Und das wäre dann, heute ist, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch. Episode 2 habe ich heute hochgeladen. Donnerstag wird Episode 3 hochgeladen. Episode 4 am Freitag. Kann sein, dass ihr diese Episode, die heute läuft, am Samstag zu sehen bekommt. Und ich werde allerdings erst wieder wahrscheinlich am Montag eine neue Episode produzieren können, weil ich möchte mir nämlich dann noch eure Kommentare zu den anderen Episoden durchlesen. Okay, meine Freunde. Ja, dann sag ich mal, wir sehen uns bei einer neuen Episode von XCOM Interceptor. Ich war euer Gastgeber Wehofner und es hat mich gefreut, dass ihr mir seelisch und moralisch zur Seite gestanden habt. Also, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Interceptor mit Wehofner als Kommandanten. Bis bald, meine Freunde. Tschüss.